dritte Chisau-Sektion. Einstiege nach aus dem Konsau ergibt Spannung nach vorne. Das nehme ich mit, ziehe ich nach unten und beende. Faust, Faust, Faust. Ja. Oder ist Spannung nur auf eine Seite zu dulle. Genau, ich nehme es mit. Tanzau bleibt, Parksau, Handfläche, Stoß. Im Prinzip gibt es nur vom Zug her die zwei Varianten. Doppelzug, Doppelfaust, Zug, Tanzau, Parksau, Handfläche. So. Dann geht es weiter. Nicht zulassen. Überholende Bewegung. Du ziehst, ich wupp, Doppelfaust, Doppelfaust, Doppelfaust. Ab da haben wir keinen weiteren Ablauf oder weitere Situation. Somit wird es beendet. Wir haben nächstes, ich bei dir, ich ziehe, du kommst vor, bam, bam, bam. Fertig. Ja, nicht zulassen. Also, ganz einfach, merk es dir so. Wenn du ziehst, darf der andere nichts machen können. Ja. Wenn du gezogen wirst, darf der dich nicht ziehen. So, Logik ist klar. Ja. Stückchen weiter. Wir gehen hin. Sie zieht. Von da, klack, ich bin innen, im Quan. Von der Spannung. Sie macht nicht weiter, ich mach's weiter. Lapp, Faust, Packfaust, Lappfaust. Zum Beispiel. Ich ziehe rum, sie macht Quan. Versuch mich mit dem Quan immer zu bedrängen. Ich stehe da, mach nichts weiter. Lappfaust, bam, bam. Okay? Das ist das. Sehr, sehr schöne Übung. Dann, ich ziehe ganz eng. Mach bitte einmal enge zu. So, ich bleibe, ich komme nicht nach innen. Ich bleibe außen, fesel ich hier zu Ganzau, Faust, Doppelfaust, Doppelfaust. Ich bei dir, enge zu, du kommst nicht nach innen. Bam, bam, bam. Jawohl. Drei Möglichkeiten. Doppelzug, Doppelfaust, wo sie Quan macht, bam. Doppelzug, eng, wo sie Gan Faust macht, genau. Doppelzug nach oben steigen, wo du rausgehst mit lang. Ja. Und ab da sind auch gewisse Abläufe. Das heißt, wenn sie Doppelzug macht, sie, und ich schaffe es mit Plan nach innen, von hier mit Pack, bam, bam, bam. Einmal. Sie macht den Zug, ich schaffe es nicht nach innen. Gam, Faust. 1, 2, 3. Ja. Und so weiter. Wir können aber ein Stückchen weitermachen. Das zählen wir nicht. Wenn ich hier zurückziehe, mich befreie und vorgehe, ist beendet. Da gibt es keinen Ablauf. Somit ist es nur drei Situationen. Sie zieht und gibt die Handfläche hoch. Ich raus und 1, 2, 3 zum Beispiel. Okay? So Dinge. Da entstehen die Abläufe. Drei Einstiege. Okay? Tipp Nummer 1. Zug, rum, Quanzau, Druck, ich umgehe, Ellbogen, dann, dann, rum, zack, wir sind hier. Das ist Nummer 1. Ablauf, Druck, 6, rum, Druck, 3, 2, rum, rum, zack, hopp, zack, hopp. Einstieg Nummer 2, mit dem Zug, Tanzau, raus, Landau, ich, rum, rum, rum. Handfläche, quack, 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 quack. Okay. Einstieg Nummer 3 mit engen Zug. Einmal eng, ich stoß, pass auf, quack, sie gam, ich bin hier. Wir können weitermachen. Druck, bam, 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 bam. Lapp, wupp. Einen Einstieg, wo ich eng ziehe, sie bleibt außen, dass ich nicht tief schlage, sondern hoch, boom, und da sind wir gleich hier, in dem Ablauf. Boom, boom, boom. Zack. Die andere Variante ist, ich ziehe und mache den tiefen Eingriff hier, und da kommen wir in den Ablauf über den Quan, doppelte Faust, Druck, zack, 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 und bis dahin. Okay? Nochmal. Andere Situation ist es, sie zieht doppelt mit Zug und doppelter Faust und ich mache Quan
von hier, gehe nichts machen. Ich gehe nach hinten und mache den V-Stoß. Von da, pam. Sie bleibt mit Quan, genau, macht Quan, Quan, wo, bis dahin, zack, ziehen da raus und entsteht so ein schönen Drill. Das, wo, bumm, bumm. Oder ich gebe Druck, sie umgeht und wir sind wieder in dem Ablauf. Super. Danke.